Willkommen. Ja, das ist mal ein Projekt, würde ich sagen, oder? Fast so ein bisschen so ein Herzensprojekt. Bin ja mehr oder weniger mit dieser Reihe aufgewachsen. Den Warriors Games an sich. Also nicht nur Dynasty Warriors, was so ein bisschen der Anfang der Sache war, sondern auch Samurai Warriors. Habe natürlich auch viele andere der Warriors Ableger gespielt. Ob es nun Gundam Warriors war oder, keine Ahnung, Fist of the North Star Spiele, die an Warriors angelegt waren, oder Spiele, über die man nicht so gerne redet, wie Troy. Reden wir nicht von Troy. Reden wir einfach nicht davon. Ja, was haben wir hier? Wir haben Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Das Spiel gibt es meines Wissens nach so ziemlich für alle Systeme. Also auf jeden Fall für die PS4 und für den PC. Denn ich besitze es tatsächlich für beide Systeme. Ungewöhnlicherweise, normalerweise mache ich sowas nicht, aber da ich es recht günstig bekommen habe, dachte ich mir, warum nicht? Und da ich auf der PS4 schlecht aufnehmen kann, auf natürliche, normalen Wege, ja, habe ich es halt mal für den PC geholt. Ich wollte schon immer zum Spaß ein Warriors Game LP'n, habe mich für den achten Teil entschieden, der meines Erachtens nach zusammen mit dem fünften, das ist jetzt natürlich meine Meinung, der beste Teil ist. Objektiv betrachtet würde ich sogar sagen, ist der achte Teil im Zusammenspiel mit den Extreme Legends Erweiterungen der beste Teil. Es gibt mittlerweile auch einen Teil 9, aber von Teil 9 sprechen wir eigentlich fast genauso wenig gern wie von Troy, also. Und das ist aus verschiedenen Gründen, ehrlich gesagt, aber wir gehen nicht drauf ein. Ja, wir nehmen jetzt uns den achten Teil vor. Gut, also, wie wird das Ganze ablaufen? Ich werde wahrscheinlich ähnlich wie bei den, ja, Bonus-LPs, auch wenn das hier jetzt eher ein vollständiges LP ist, auch geplanteres ist, die meiste Zeit das Mikro aushalten, also ausmachen, und nur zwischendurch mal wieder anmachen. Finde ich angenehmer. Das Vorhaben für das LP und die erste Zielgebung fürs LP wären tatsächlich in Story-Modus zu machen. Den Story-Modus, ups, ich muss dran denken, dass das japanische Steuerung ist. Ich muss Kreis drücken. Story-Modus mit allen großen Fraktionen abzuschließen. Also mit allen hier im Grunde. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit mit Shu beginnen. Ich weiß noch nicht, ob wir Wei oder Wu als zweites machen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich aber Wei als zweites. Aber wir werden mit Shu wahrscheinlich beginnen. Ich finde, Shu ist immer noch so der typische, klassische Entry Point. Und das ist ja ein bisschen auch der Sinn dieses LPs, ein bisschen so ein Entry Point zu bieten. Für all diejenigen, die dieses Spiel vielleicht nicht auch kennen, auch vielleicht nicht kennen und keine Ahnung, Interesse daran haben. Ich beantworte auch gerne Fragen zur Reihe, soweit ich irgendwie Dinge weiß. Oder zur Geschichte an sich. Wir machen jetzt trotzdem mal das Tutorial, Dinge, die ich normalerweise in Dynasty Warriors Spielen nicht machen brauche, aber vielleicht für euch ganz nett zu sehen, wie so die Grundlagen funktionieren. Ja, ich habe das mit Welsh mal gemacht, damit ich weiß, wie so ein Tutorial aussieht in diesem Spiel. Testweise, zu gucken, dass das Spiel auch einigermaßen funktioniert. Wir machen es aber mit Schuh, weil wir auch mit Schuh anfangen. Die Tutorials sind exakt gleich, es ist vollkommen egal, welches ihr macht. Der einzige Unterschied ist natürlich die Charaktere, die da in dem Tutorial auftauchen. Guan Yu, our destination is supposed to be the Imperial Forces headquarters. This does not look like the place to me. Welcome to the training grounds. It is important for you to grow stronger for the many battles to come. I shall now instruct you in the art of battle. Follow my instructions and carry out each objective in turn. One needs strength in order to realize one's aspirations. All right, let's get started, brother. To begin, I shall test your basic movements. Simply do as I say. So, zuerst versuchen wir jetzt lernen, uns zu bewegen und zu springen. Das ist kein großes Problem. Tutorial lasse ich mal das Mikro an und noch ein ganz bisschen was dazu sagen. Also Tutorial, der Master ist ziemlich ungewöhnlich und eigentlich auch nicht so mit notwendig, aber hey, wenn man zum allerersten macht, dann sollte man vielleicht mal geguckt haben, wie es so funktioniert. Interessant, dass wir jetzt Liu Bei und Guan Yu hier haben. Ich hätte fast schon erwartet, dass Guan Yu vielleicht Zhang Fei anweist, aber hey, nee, nee. Es ist Liu Bei, den wir spielen, alles klar. Gut. Dann nehmen wir erstmal, was wir machen sollen. Die Tastenbefehle, oh, könnt ihr vergessen, ich spiele natürlich mit dem Controller.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ätzend das wäre, dieses Spiel zu spielen mit Tastatur. Möchte ich gar nicht wissen. That will do. I am impressed by your skill. That will do. I am impressed by your skill. Das Spiel ist ursprünglich auf der PS3 erschienen, also der Grundteil. Die Kombination mit Extreme Legends als ein Spiel kam dann für die PS4, als Komplettpaket und jetzt auch für den PC. Also jetzt das ist schon nach längerer Zeit natürlich, aber generell immer noch für den PC. Also nicht wundern, dass die Grafik jetzt vielleicht nicht der ober-mega-heftige Superknaller ist, wie ihr es vielleicht mittlerweile gewohnt seid. Mir ist persönlich sowas sowieso relativ egal. Wer mich kennt, weiß, Grafik ist für mich mega sekundär. So, ich soll jetzt einen Gepülle zerschlagen. Das sollte kein Problem sein. Einmal die volle Heilung genießen. Das wird tun. Ich bin impressed by your skill. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie lang die Schlachten so ungefähr waren. Ob wir jetzt eine Schlacht pro Episode machen, macht wahrscheinlich Sinn, ne? Wäre ein ganz gutes Format. Ist die erste jetzt ein bisschen länger, einfach weil das Tutorial auch mit enthalten ist. Weil die erste Schlacht werden wir natürlich auch noch machen. Wir rufen das Pferd, steigen erstmal konventionell auf. Dann machen wir nochmal schnell aufsteigen. Mastered the basics. Next, I shall instruct you in attack strategy. Vielfach Kombo mit normalen Angriffen. That will do. I am impressed by your skill. Die Tutorial-Fenster sind extrem groß geraten, also so. Stört nach natürlich nie wieder, weil das macht man nur einmal, aber trotzdem. So, und drücken Sie, wenn Sie springen. Das waren die beiden Sprungattacken. Natürlich hat jeder Charakter in diesem Spiel eine komplett andere, nicht nur Waffe, sondern auch eigene Techniken. Jetzt können wir zum Kombinieren von Techniken. Mehrfach das Quadrat drücken und abschließend Dreieck drücken. Da gibt es natürlich verschiedenste Methoden, abhängig davon, wann man Dreieck drückt. Ganz klassisches System. That will do. I am impressed by your skill. So, Waffe wechseln. Ja, dieses Prinzip mag ich nicht so gerne. Ich will auch ein bisschen meine persönliche Meinung einfließen lassen, ja. Als alter Veteran. Ich bin kein riesen Fan gewesen davon, dass die jemand eingeführt haben, dass man Waffen wechseln kann im Kampf. Es ist halt so, dass jeder General jetzt immer zwei Waffen dabei haben kann. Und mit Tastendruck kann man halt die Waffe wechseln. Diese Wechsel der Waffe führt auch eine Attacke aus, die zur Waffe gehört. Ich habe da gewisse Probleme mit. Wir warten kurz ab. So, ich habe mein Problem damit, um es ganz kurz zu fassen, ist, dass natürlich viele Spieler das ein bisschen abusen. Das heißt, also ich kann mir das gut vorstellen zumindest, dass viele Spieler nur noch sehr wenig die eigentliche Waffe des Offiziers benutzen, sondern dann halt hauptsächlich irgendeine super OP-Waffe von einem anderen Offizier einfach einbauen. Es gibt zwar tatsächlich Unterschiede, wie gut welcher General mit welcher Waffe umgehen kann und auch gewisse Vorteile, passende Waffen oder vor allem die Hauptwaffe zu nehmen. Aber manche Waffensysteme sind halt sehr, sehr mächtig und können halt sehr stark abused werden. Ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler, weil sie halt immer nur die besten, stärksten, krassesten Sachen haben wollen, mehr oder weniger eigentlich verpassen, wo es drauf ankommt, halt sich auf die verschiedenen Charaktere einzulassen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ne, alter Hase meckert, sag ich mal, ne? So, Musulaste, Musulriff. Wenn das unten das Leuchten, das jetzt so schön blinkt, das Gelbe voll ist, dann können wir einen Musulriff starten. Das ist eine Art Superattacke, da gibt es verschiedene Methoden von. Das war einer. For my aspiration, I will fight to the end.
Das war der zweite. Und wir haben jetzt hier noch einen dritten. Aus dem Sprung heraus. Gut, dann setzen wir mal um, was wir gelernt haben. The gates have been destroyed. It seems bandits have overrun these parts. Come, brother. This time, the combat will be for real. Ex-Angriffe. Ja. Wobei Ex-Angriffe. Nee, Quatsch, die Ex-Angriffe ist bei jedem Offizier anders. Stimmt, steht extra dabei. Bisschen gucken, was seine ist. Nach der dritten Quadrattaste oder nach der vierten? Okay. Dann die drei kommen rüber. Also. So nicht. Das war die andere EX, sehr schön. EX sind immer diese verlängerten Dreieck-Kombos, wo man nach dem ersten Mal Dreieck drücken, nochmal Dreieck drücken kann. Dann blinkt man so hübsch, dann weiß man, was los ist. So, gegen solche Leute, die so einen Revolver-Kopf haben, habt ihr einen Nachteil, aber Waffe wird die aktuell genutzt. Dieser Waffenvorteil und Nachteil spricht sich aber nicht über bestimmte Waffenkategorien durch, sondern durch die Farbe der Waffe sozusagen. Also jede Waffe hat drei verschiedene Ausführungen. Die Himmels-, die Erde- und natürlich die Mensch-Version. Und abhängig davon, welche man benutzt, hat man einen Vorteil und einen Nachteil gegen eine Waffe, die jeweils das andere hat. Also Mensch, Erde, Himmel. Wenn man das gleiche hat, also wenn man die gleichen Sachen benutzt, Erde ist auch eine Waffe, so wie ich, die blaue, ich glaube es war Himmel, dann sind wir halt ausgeglichen. Gibt es keine Vor- und Nachteile. Und wenn wir dieses Symbol über den Kopf sehen, diesen blauen Stein. Wo ist der Offizier? Da. Sieht immer noch nicht. Wo ist der Offizier hin? Ich glaube ganz kurz dahin. Dann haben wir einen Vorteil gegen ihn. Das heißt, wir machen mehr Schaden, er macht weniger Schaden. Und des Weiteren machen wir noch eine sehr spezielle Attacke, wenn das Blaue leer ist. Ich ziehe das aber noch nicht. Dann wird uns wahrscheinlich gleich noch beigebracht. Wenn jemand so eine vorteilhafte Waffe hat, dann können wir mit Waffen. Druck der Waffenwechselstaste in dem Augenblick, wo wir uns angreifen, Konter machen. Das ist übrigens wirklich super simpel. Also die simpelste Konterart überhaupt, die würde jeder Mensch hinkriegen. Man denkt bei Konter vielleicht immer, Kontern, das ist manchmal echt schwierig, aber in diesem Spiel ist das überhaupt nicht schwierig. Wenn man einen Vorteil hat und das Ding verschwinden lässt, wird man nochmal einen Special Move, der ziemlich mächtig ist. Und natürlich auch sehr viele Gegner rum in Mitleidenschaft zieht. Normalerweise macht Waffenwechseln da so ein bisschen Sinn, weil man natürlich dann eine andere Farbe benutzen kann. Ne? Also blau, grün und rot sind die Farben, das ist eher der Mensch. Deswegen nehme ich zum Beispiel sehr oft, anstatt zwei verschiedene Waffen mitzunehmen, zweimal die Waffe des Charakters mit, nur in verschiedener Ausführung. Das finde ich persönlich viel sinnvoller. Keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, der sowas tut, aber ich bin ein bisschen puristisch eingestellt, was die Waffen der Offiziere angeht. Sonst haben wir noch die Leiste neben dem Namen unseres Charakters, diese orange blinkende. Die dauert uns länger aufzufüllen und aktiviert eine Art Wutmodus, in dem wir erheblich stärker sind, schneller und kaum besiegbar. Und in dem wir auch eine stärkere Move-Attacke ausführen können. Das wird uns aber gleich noch beigebracht, deswegen mache ich erstmal nur Kombos. Das war eine Wut-Muster-Attacke. Also wenn man ganz, ganz korrekt ist und ganz, ganz genau nimmt, haben sogar alle Charaktere 4 Super-Attacken dementsprechend. Was ziemlich viel ist. Nein, Steuerung. So.
Das hier an die Kreistaste gehört. Ja, nee, stimmt, wenn wir ehrlich sind, stimmt. Wenn man bedenkt, dass diese Attacke noch eine Art stärkere Form hat, die wir jetzt gerade sehen, hat sogar theoretisch jeder Charakter 5 verschiedene Superangriffe, was extrem viel ist. Extrem viel ist. Wenn man bedenkt, dass jeder Charakter in diesem Spiel nicht nur eine eigene Waffengattung hat, mit verschiedenen Formen der Waffe, so eigene Kombos hat, sondern hat auch noch 5 verschiedene Superangriffe hat. Alles sehr anständig ausgearbeitet, muss man sagen. Ne? Und für die, die das Spiel auch nicht kennen, es gibt hier verdammt viele Charaktere und das werdet ihr mit der Zeit auch lernen. Ja, wenn wir so einen Wechselkonter machen, oder Waffe wechseln gegen jemanden, der eine vorteilhafte Waffe hat, dann kriegen wir auch kurz einen Boost auf unsere Stats. Da lohnt sich sowas dann auch. In diesem Spiel haben wir, glaube ich, auch die Option tatsächlich japanisches Voice Acting zu benutzen. Ich mache es nicht ganz so gerne. Das liegt aber nicht daran, dass ich das japanische Voice Acting nicht mögen würde, sondern dieses Spiel ist recht, man kann sich vorstellen, ja, Action geladen und man hat viel Fokus auf den Kampf. In der Zeit Texte zu lesen kann manchmal schwierig sein, weil man sich auf sehr viele Sachen konzentrieren muss. Und wenn sie Englisch sprechen, verstehe ich das zumindest instant. Trotzdem würde ich das Spiel, wenn jetzt die Nachfrage entsprechend da ist, auch auf Japanisch umstellen, das wäre mir egal. Denn ich habe mittlerweile in den Jahren, die ich dieses Spiel spiele, gelernt, die Texte zu lesen, während ich kämpfe. Und mich tatsächlich mehr auf die Texte zu konzentrieren, als auf das Kämpfen selber. Hauptsache ihr bekommt es mit, aber es wird als Zuschauer auch wesentlich leichter sein. Müssen wir noch den Anführer erledigen. Und keine Sorge, so ein nerviges Tutorial-Fenster, was die ganze Zeit die Hälfte des Bildschirms versperrt, werden wir auf Dauer hier nicht erleben. Gott sei Dank nicht. Das ist nur Schieße. Gut. Splendid, brother. With strength like that, you will be more than able to realize your aspirations. You seem to have given me new strength, brother. You have my gratitude. Schön, schön. Ja, damit haben wir jetzt alle zumindest einen kleinen Einblick darüber, wie das Spiel funktioniert, so vom Grundgameplay, von der Kampfsteuerung. Auf den Schlachtfeldern passiert natürlich wesentlich mehr, was man beachten sollte. Und dazu kommen wir jetzt im Grunde auch sofort. Wenn ich nicht die falsche Taste drücken würde, schon wieder. Das wird wahrscheinlich noch oft passieren, ne? Obwohl ich so viele Spiele spiele, wo man Kreis drückt, anstatt X zu bestätigen, darf man nicht vergessen, dass ich auch sehr viele Spiele spiele, wo es andersrum ist. Das ist immer wieder eine Umgewöhnung. Gut, wie gesagt, wir fangen mit Shu an. Ich weiß nicht, wie kompakt die Story hier erzählt ist und wie gut verständlich das für komplette Neulinge ist. Lasst es euch ruhig erstmal einfach auf euch wirken. Und wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, dann stellt sie. Ich gucke dann, ob das Sachen sind, die noch mit der Zeit geklärt werden. Oder ob das Hintergrundwissen ist, das ihr haben möchtet. Und dann versuche ich das in den Kommentaren auch ein bisschen zu beantworten. Wir machen einfach direkt ein neues Spiel. Wir spielen auf normal. Das bietet sich sehr an, da wir in diesem Spiel auch stärker werden, bessere Waffen bekommen, höhere Level erreichen, bessere Items bekommen und so weiter und so fort. Deswegen macht man die späteren Dinger meistens sehr später, wenn man auch ein bisschen mehr Power hat und diese Power dann auch nutzen will, um noch mehr geile Sachen zu bekommen. Unter anderem auch Waffen, die auch erst noch schwer auftauchen. Aber erstmal reicht normal vollkommen aus. Ich bin jetzt gar nicht zufrieden damit, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das Spiel das ohne jeglichen Ton macht. Kann ich noch wieder raus hier? Nein, kann ich nicht. Okay, dann verzeiht mal eben kurz, dass ich hier ganz schnell hier ein bisschen durchskippe. Nein, das gucken wir uns alle jetzt noch nicht an.
Nein, 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 nein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wieder silent ist. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Stattdessen würde ich dann das aber vorlesen, was da steht. Das heißt, ich lese dann das vor, was am Anfang der Schlacht steht, und würde mich dann muten und dann einfach den Rest auf sich wirken lassen. Was macht Sinn? Gegen Ende der östlichen Han-Dynastie schwand die langjährige Macht des Han-Kaiserhofes merklich. Das rücksichtslose Vorgehen der Eunuchen und Verwandten des Kaisers wurde niemals hinterfragt und führte dazu, dass die Bevölkerung gegen die Korruption der Politiker, was auch immer da stand, die Menschen litten, waren mutlos und voller Zorn. Es gab keine Hoffnung mehr. In dieser Lage erhob sich Zhang Xiao, der Anführer des Weges des Friedens, und begann mit seinen Gefolgsleuten eine Rebellion. Schnell wurden sie im ganzen Land bekannt und der Aufstand gewann zusehends an Größe. Dies wurde später als Aufstand der Gelben Turbane bekannt. Der Kaiserhof stellte daraufhin eine Armee zusammen, um die Rebellion niederzuschlagen. Zahlreiche Kriegsherren aus dem ganzen Land folgten dem Aufruf zu den Waffen. Unter ihnen befanden sich drei Männer, die sich gemeinsam erhoben. Liu Bei, er nahm für sich in Anspruch, ein Nachkomme des Kaisers zu sein und beklagte das Leid der Bevölkerung. In seiner Begleitung befanden sich Guan Yu und Zhang Fei, mächtige Krieger, die ihm als seine Schwurbrüder dienten. Als das Zeitalter sich stark Veränderungen gegenübersah, betraten diese Männer das Schlachtfeld. Und jetzt dürfen wir uns einen Charakter aussuchen. Erwarte bitte nicht, dass ich den Namen richtig ausspreche. Das ist vollkommen falsch, dass ich das so rede, ist klar. Das spricht man teilweise ganz anders aus. Aber sonst würde ich sagen, ich mute mich hier erstmal. Wir lassen die Schlacht auf uns wirken. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Mir fällt gerade noch auf, ne? Vielleicht hier zu kurz. Fähigkeiten habe ich ein paar, weil ich das Spiel schon ein bisschen gespielt habe. Um zu testen, wie es funktioniert, wie gesagt. Ich habe aber alle Charaktere wieder auf Level 1 gesetzt. Die Sachen habe ich trotzdem behalten. Und die geben mir so kleine Boosts und Buffs, die ganz nützlich sind. Gehe ich mit der Zeit ein bisschen mehr drauf ein, als jetzt beim ersten Mal. I must realize my ambition to serve the people. By starvation, pain, and suffering. How can we just... Well, if you're that soft, you won't be able to keep the vow you just made. Indeed. Now that we are sworn brothers, you need greater strength of spirit. Yes, you are right. We are unified in intent and in life. With our might and our honor, we shall end this chaos. Let us go, my sworn brothers. Defeat the leader of the Yellow Turban, Zhong Xiao. It is the only way to suppress this rebellion and restore.
the main unit of the Imperial forces. Take out any yellow turban officers you come across. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started. This is the finishing blow. Hey, you're tearing them up, brother. Our main camp falls. We will lose the battle. We must hurry to its defense. It shall be defeated. This is the finishing blow. You shall be defeated. I'll let you go for now. Don't think you've won. This is the finishing Those blow. Those who stand in the way of virtue shall fail. Fail. This is the perfect opportunity to strike. Simply amazing. I'll be happy to let you take charge next battle. Amazing! We cannot succeed without you. Somebody help us! We're being attacked by the yellow turbans! Our own reputations to consider. We don't have time to worry about some worthless peasants. There are people suffering from this chaos right here before us. What good are our aspirations for the land if we cannot save them? Gatekeeper! My time is now! What's that?
You've got some nerve coming here. How dare you interrupt me while I'm having fun? You shall be defeated. This is the finishing blow. Thank you so much. You truly are a kind person to come to our rescue like this. Please, I would like for you to have this. We've managed to save these people suffering from the chaos. This is the path we should follow. Move forward! Hey! You're tearing them up, brother! Good to know I can count on you. I don't believe they made it to the cakes. We must use even more powerful sorcery to deal with them. In your capable hands. To come out alone, this ought to be good. I am the general of people, Chong Liang. Heavens, rain even more ice down upon our foes. So you're the one responsible for this sorcery. I shall put a stop to you. I will end this chaos. You weren't clever enough to overcome this threat. No. I can't believe somebody can defeat my brother. My army only moves forward. I must go and deal with this enemy myself. Cannot hold out for much longer. My army is moving forward.
pulling back for now. Those who stand in the way of virtue shall fail. I thought you would be passing by here around now. Come, lend me a hand. You've done very well. It's good to know I can count on you. I know nothing of heaven, nor do I wish to cut you down or hurt your people. Causing discord is a crime, but the human heart can both forgive and atone for such acts. You preach the way of peace. Cast aside violence and lead the people with your heart. Oh, my lord! You are a great man indeed. I see now that I am meant to follow your teachings. Oh, yes. I never thought of it. Ha! How naive! No, this is the way. Look at the happy faces of the people. Wow, that's great! That's wonderful! Well, you might be right. Ha!
our sworn brother, has taken the first step on his long journey. Zhang-Jia wurde dank des Einsatzes von Liu Bei und seinen Schwurbrüdern besiegt, was das Ende des Aufstandes der gelben Turbane bedeutete. Im Land herrschte jedoch weiterhin Chaos. Es versank immer tiefer in die Verwirrung und Aufruhr. 5 Jahre nach dem Aufstand der gelben Turbane entbrannte ein Konflikt zwischen den Eunuchen und einer Fraktion der Verwandten des Kaisers in der Hauptstadt Luoyang. Dong Zhuo, ein mächtiger Mann aus Xiliang, nutzte diesen Tumult und marschierte in Richtung der Hauptstadt. Dort angekommen, stellte er den Kaiser unter Bewachung und ernannte sich selbst zum Oberkommandierenden, um fortan eine Herrschaft der Tyrannei über China zu bringen, keine Ahnung. Yuan Shao, ein Edelmann aus Huawei, entschloss sich, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Er wandte sich an die Gleichgesinnten im ganzen Land und formte eine Allianz gegen Dong Zhuo. Liu Bei wollte dem bedrohten Kaiserhof helfen und trat zusammen mit seinen Schwurbrüdern der Koalition bei. Dort traf er einen weiteren tapferen Krieger namens Zhao Yun. Guan Yu, Zhang Fei und nur noch Zhao Yun, viele großartige Männer, fanden sich in den Dienst von Liu Bei. Sie verfügten alle über ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und waren dafür ausersehen, gemeinsam Dong Zhuo wahrscheinlich zu besiegen. Sehr schwer, das so schnell zu lesen, muss ich sagen. Ihr habt ja immer die Möglichkeit zu pausieren, das schneller zu lesen, besser zu lesen als ich. Ich würde aber sagen, das war ein ganz guter erster Part. Das Tutorial haben wir durch, die erste Schlacht haben wir auch erlebt. Bin mal gespannt, was ihr davon so haltet. Ja. Geht anscheinend so flüssig weiter mit dem Spiel. Ich mache erstmal eine Unterbrechung hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es mit der Schlacht am Hulao-Tor weitergeht. Ich danke fürs Zusehen. Bis denne.